Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich schaue wieder nach Berlin zur World Chess Armageddon Championship Series mit dem Europa-Turnier. Vincent Keimer ist mit dabei. Ich hatte ja vor 2-3 Tagen seinen Sieg gegen Alexander Donchenko hier gezeigt. Erste Runde. Und er hatte jetzt 2 Tage Pause. Was hat er gemacht? Er hat zwischendurch Title Tuesday gespielt am Dienstag, da wo ich auch gespielt habe. Ne? Schön im Hotel, schön weiterblitzen, scharf bleiben, taktisch scharf bleiben. Und er hatte 2 Tage Pause, hat sich natürlich ein bisschen Berlin angeschaut, ausgeruht. Genau wie sein Gegner Jan-Krzysztof Duda aus Polen. Polnischer Supergroßmeister. Und das sind die beiden, die jetzt aufeinander trafen im oberen Teil des Turnierbaums. In der Zwischenzeit gab es die anderen Paarungen auch. Im unteren Teil des Turnierbaums, es wird ja doppelten K.O.-Modus gespielt, das wird jetzt immer, hält jetzt immer mehr Einzug in die Schachwelt, dieser Modus. So, und wir schauen uns die erste Partie aus diesem Minimatch an. Wenn es 1-1 steht, dann gibt es immer eine Armageddon-Partie, alles entscheidende Armageddon-Partie. Aber viele Matches wurden schon ohne Armageddon entschieden, jetzt bei diesem Europaturnier. Mal schauen, ob das hier auch der Fall war. Ich habe die erste Partie rausgesucht aus diesem Minimatch, weil mich auch die Eröffnung interessiert hat. Ich mache das natürlich nicht komplett ohne Eigennutz hier, ne? Nein, übertrieben, aber ihr werdet sehen, was ich meine. C4, Englisch. Springer F6, Springer C3, E5, Springer F3, Springer C6. Diese Variante kommt sehr, sehr häufig vor, wenn man Englisch spielt. Vor allen Dingen mit Schwarz. Ich spiele eigentlich auf Englisch, auf C4, inzwischen eigentlich ausnahmslos E5. Und häufig bekommt man diese Stellung hier, ne? Mit den 4 Springern draußen. Das ist auch sizilianisch im Anzug eigentlich, ne? Dieses C4, E5. Hier hat Weiß verschiedene Möglichkeiten. E4 haben wir sehr viel auf diesem Kanal in letzter Zeit angeschaut. Ne? Das wurde sehr viel gespielt, auch bei der WM. Caruan hat das auch letztens gespielt. E3 wird sehr häufig gespielt mit der Idee D4. Aber auch G3 wird sehr häufig gespielt. Das ist traditionell der Hauptzug. Die Idee natürlich. Fianchetto, kurze Rochade. G3. Und hier ist mit großem Abstand der Hauptzug D5 oder auch Läufer B4. Das spielen die Profis hier auch sehr viel. Aber Vincent spielte hier einen interessanten Zug, Springer D4. Diesen frühen Springerausfall, so nenne ich es mal, er zieht schon wieder den Springer. Eigentlich verstößt das gegen die goldenen Regeln, mein lieber Vincent. Aber natürlich weiß er, dass das möglich ist. Das wurde schon gespielt und ich wollte mir das mal ein bisschen näher anschauen, was da passiert. Springer E5 hier geht gar nicht wegen Dame E7. Dann gibt es hier natürlich schon Dönekes auf der E-Linie. Wenn Weiß jetzt irgendwie den Springer direkt wegzieht, ja, dann ist schon matt, ne? Eigentlich könnte ich daraus schon einen Short machen, ne? Für TikTok. Dame E7, hier muss man F4 machen. Und dann D6, Springer D3. Jetzt ist es kein Matt, weil der König rausläuft. Aber hier gibt es Läufer F5, lange Rochade. Und da gibt es ein paar Partien in der Praxis. Das ist schon besser für Schwarz. Wegen der besseren Entwicklung. Der Springer steht auch total belämmert auf D3. Nee, das ist dem Bauern natürlich nicht wert. Das weiß natürlich auch Duda, er spielt Läufer G2. Jetzt droht Springer E5. Springer F3, Läufer F3. Läufer B4. Interessant ist dieses Springer D4 und Tauschen deswegen auch, weil Schwarz die Möglichkeit bekommt, C6 und eventuell D5 zu spielen. Auf jeden Fall C6, ne? Das Feld D5 decken. Das geht natürlich nicht, wenn der Springer auf C6 steht. Weiter geht's mit Dame B3, greift hier den Läufer an. Das wurde häufig gespielt. A5, auch logisch. Kurze Rochade. D3. Nach D3 wird Läufer G5 mit Fesselung hier des Springers möglich. Schwarz spielt hier fast immer H6 in solchen Stellungen, um Läufer G5 zu verhindern. A3 greift den Läufer an. Das ist nicht der einzige Zug, aber er scheint auch gut, ne? Natürlich. Läufer C5 gefällt mir ganz gut. Einfach zurückgehen und sagen, ich behalte den Läufer. Warum soll ich den tauschen? Sieht ja auch nicht schlecht aus in diese Richtung hier. Aber Vincent tauscht. Läufer C3. Dame C3. Greift den E5 an. D6. So, B3. B3 ist wichtig. Vorsicht, nicht unbedingt A4 zulassen hier. Denn dann können wir natürlich B3 spielen, dann schlägt aber Schwarz hier raus und dann haben wir die Solani auf der A-Linie. B3 ist gut, um A4 aus dem Spiel zu nehmen. Beziehungsweise, wenn Schwarz A4 spielt, dann können wir B4 vorbeiziehen.
Schwarz spielt Läufer G4. Ja, das ist hier schon eine Ungenauigkeit in dieser Blitzpartie. Ganz safe wäre hier C6 erstmal, um den Läufer hier einzuschränken. Und dieses Wort einschränken fällt mir immer wieder nicht ein, wenn ich kommentiere, weil ich das Wort sonst nie benutze. Ich schränke mich halt im Leben nicht ein. Das ist Quatsch. Läufer H3 wäre auch möglich hier. Mit Angriff auf den Turm und dann C6. Aber Vincent spielte Läufer G4 und das ist eine kleine Ungenauigkeit hier. Wegen Läufer schlägt B7. Angriff auf den Turm. Schwarz gewinnt zwar auch den Bauern sofort wieder mit Läufer E2, aber dann kommt Turm E1. Ja, und was soll man hier machen? Interessant ist hier die Qualität zu opfern. Läufer G4 einfach zurückgehen. Es ist nicht klar, ob du da hier genommen hättest, aber Läufer 8, Dame 8 und dann eventuell hier mit Läufer H3 auf den weißen Feldern angreifen. Na, das ist. Da ist eine gewisse Kompensation am Start. Aber Vincent spielte Turm B8. Läufer G2 zurück. Jetzt ist der Läufer angegriffen. Läufer G4. So, das ist besser für Weiß jetzt. Hat zwei Läufer. Und jetzt ganz stark hier B4. AB4, AB4. Und jetzt ist die A-Linie offen für den Turm. Ne? Dame D7. Idee ist, Läufer H3, den Läufer hier zu tauschen eventuell. B5 ist hier stark mit der Idee Läufer H3 und dann Läufer C6, wo der Läufer super steht hier, ne? Gedeckt vom Bauern. Turm kann nicht nach E8, die Dame muss ziehen und dann kann ich mit Turm A7 anfangen, hier Druck gegen den schwarzen C-Bauern zu machen. Aber wie gesagt, es ist eine Blitzpartie. 3 plus 2 übrigens, die Bedenkzeit. Turm A7 hier. Im Übrigen wird dieses Turnier live übertragen. Man kann es sich den englischen Kommentar auf YouTube anschauen mit Simon Williams und Jovanka Hauska. Es gibt auch einen deutschen Kommentar mit Niklas Suschenbeet aktuell. Der ist allerdings hinter der Paywall von Welt, ne? Vom Portal Welt. Ich habe auch das erste und dritte Turnier habe ich kommentiert, auch auf Deutsch. Jetzt ist Niklas mal wieder dran. Genau. Turm A7 macht Druck hier. Läufer H3, starker Zug. Jetzt verbietet sich das Schlagen auf H3. Läufer H3, Dame A3. Und jetzt Turm schlägt C7. Wäre ein Riesenfehler wegen Springer G4 und Dame H2 ist nicht zu verhindern. Vielleicht sogar matt hier. Ne? Sieht sogar nach matt aus, wenn ich ehrlich bin. Deswegen nimmt Namen Duda hier nicht raus. Er hätte stehen lassen können. Ich denke B5. Ah gut, Läufer G2, König G2 und dann Turm FC8 ist ausgeglichen. Er spielte interessant Läufer H1. Bei diesem, wenn der Läufer auf H1 steht, bitte darauf achten, auf eure Grundreihe achten, denn die ist jetzt schwach. Der Läufer auf H3 schaut jetzt in die weiße Stellung hinein. Und ihr müsst euch nur vorstellen, wenn irgendwann ein Turm hier diesen Turm angreift, bei der offenen E-Linie, dann gibt es Grundreihenprobleme. Also der Zug Läufer H1 hat auch seine Nachteile. Das muss man immer wieder beachten. Er behält zwar den Läufer, aber da steht er jetzt nicht optimal. Es geht weiter hier mit Turm FC8. Ist okay. Turm FE8 wäre stark gewesen mit der Idee D5 hier. Zentrum attackieren. Der E5 hängt nicht wegen dieser Problematik mit der E-Linie hier. Ne? Häufig nicht. Außerdem ist B4 auch angegriffen. Es kam aber Turm FC8. Deckt den C-Bauern. Er möchte die Dame flott machen, dass sie hier rüber kann. B5. Gut. D5 ist hier stark. Immer noch. Im Zentrum spielen. Wenig überraschend, ne? Im Zentrum spielen. Der E5 hängt nicht. Turm E5 kommt DC4. Und DC4 ist ein Problem wegen Turm E8. Und wie ich schon erzählte, hier gibt es Grundreihenprobleme. Schwarz kriegt hier Gegenspiel. Stattdessen spielte der junge deutsche Großmeister Dame F5. Man wird ja eigentlich 19. Ende des Jahres irgendwann. Oktober, November. Ich habe es wieder vergessen, das genaue Geburtsdatum. Aber noch ist er 18. Dame D2 geht zurück. Unnötige Prophylaxe. Man hätte direkt Läufer B2 spielen können. Sprach überhaupt nichts gegen. Hier droht gar nichts. Gut, Springer G4, Dame D2 zurück halt. Dame D2 zuerst zurück. Und erstaunlicherweise kann Schwarz immer noch D5 spielen hier. In diesem Fall jetzt, weil der B5 unter Beschuss ist. Das heißt, ich kann nicht so ohne weiteres nehmen hier, weil der B5 am Ende hängt.
Okay, stattdessen kam Dame H5. Schwarz bastelt hier an einem Angriffskonstrukt, aber so, noch ist nicht klar, was da passieren soll. Der Läufer steht ja hier im Wege. Der müsste eigentlich zurück und dann Springer G4 eventuell. Springer G4 sofort. Passiert auch nicht so viel wahrscheinlich. Läufer B2. Wie könnte Schwarz hier angreifen? Es gibt hier eine Möglichkeit zu attackieren, aber nicht so die direkte. Springer G4 passiert nicht viel. Da droht eigentlich nichts. Kann man hier nicht F3 einfach spielen? Ja, man kann F3 einfach spielen, dann muss er wieder zurück. Springer H7 geht hier. Mit der Idee Springer G5 und eventuell Springer F3. Das ist konkret eine Idee. Weiß kann F4 spielen, aber dann nimmt Schwarz raus. Dame F4 und dann doch Turm E8. Und dann kriegt Schwarz hier so ein bisschen Gegenspiel auf der E-Linie. Wie gesagt, der König hier so ein bisschen offen jetzt. Leichte Grundreihenproblematiken. Ne? Wahrscheinlich muss Weiß den anderen Turm zurückziehen, dann Springer G5 und ja, hier bin ich mir gar nicht sicher, welche Seite ich lieber hätte. Stattdessen kam hier Läufer G4. Ja, er möchte hier Läufer F3 spielen, den Läufer so abtauschen. Aber jetzt spielt Weiß D4. Es wurde Zeit. Er öffnet die Stellung für das Läuferpaar, macht Druck für den mit dem schwarzfeldigen Läufer, zumal der schwarzfeldige Läufer hier natürlich ohne Pendant ist. Ne? Gegenüber steht ein Springer, kein Läufer. Und auf dieser Diagonale herrscht jetzt dieser Läufer. E schlägt D4, Läufer D4, greift den Springer an. Deswegen zieht er jetzt Vincent zurück. H4, starker Zug. Warum? Verhindert Springer G5. Super gespielt. Läufer F3, okay. Läufer F3, Dame F3. Und jetzt Turm E7. So, wir sehen hier zwei sehr aktive Türme auf der siebten Reihe. Attacke auf den C7. Und hier kann Schwarz jetzt Bauernverlust nicht vermeiden. Ja, wie soll der C7 gedeckt werden? Geht ja nicht wirklich. Und wenn der Bauer vorzieht, dann schlägt Weiß hier halt auf F7 rein, ne? Mit den beiden Türmen. Ne? Also den kann er nicht wirklich vor. Springer F8 stattdessen. Turm E schlägt C7. Schlagen, schlagen. Springer E6. Zumindest hat er jetzt den Springer ins Spiel gebracht. Gabel hier, aber der Läufer ist gedeckt. Turm E7 wäre jetzt hier der genaueste Zug. Mit der Idee Läufer A7, B6, B7, B8. Ne? Dagegen kann Schwarz wenig machen. Stattdessen Turm A7. Wie gesagt, bei einer Blitzpartie kann sowas passieren. Aber Vincent hatte sehr wenig Zeit hier inzwischen. Dame E4 greift den Läufer an. Hätte er am besten machen sollen, hat er aber nicht. Läufer E3, Dame C4, B6. Hier gibt es noch ein paar technische Schwierigkeiten. Weiß sollte gewinnen. Lokal zeigt bei mir die Engine kompletten Gewinn an, aber materiell ist es ausgeglichen. Ne? Wenn ich Dame C6 zurückgehe erstmal, na gut, dann Turm C7. Nee, Turm C7 geht nicht. So klar sieht das für mich nicht aus. Aber es kam hier Turm C8. B6, sehr stark, ignoriert den Angriff. Ne? B7, B8. Turm B8. Läufer E3, greift D6 an. Dame C6. Dame D5, alles Powerzüge hier von Duda. Damentausch ist im Prinzip gleichbedeutend mit Verlust. Deswegen geht er zurück mit der Dame, aber das ist noch klarer. Dame BD6, Springer D8, Dame C7. Na, jetzt tauscht er hier die Damen. Springer C6, Dame C8, Turm C8, B7 greift den Turm an. Sehr gut gesehen übrigens im Blitzen. Springer A7 kommt natürlich nicht schlagen auf C8, sondern Läufer A7. Und dann ziehe ich den Bauern durch. Ne? B8 Dame und das gewinnt. Und nach Turm B8, Turm A8 gab er auf, oder? Ja. Er nimmt da raus und dann kommt Läufer F4, B8. Sehr souveräner Sieg letztendlich für Duda. Auch die zweite Partie, die gewann er auch noch souveräner. Vincent riskierte alles, aber ging dann ziemlich unter. Klarer Sieg für Duda hier mit 2:0 in diesem Minimatch. Und wir schauen mal auf das Tableau, wie ich immer so schön sage, ne? Den Turnierbaum. Im oberen Turnierbaum setzte sich noch Richard Rapport in einem erstaunlich einseitigen Match, sehr stark gespielt gegen Maxim Vachela-Graf, 1,5:1. Damit spielt Duda gegen Rapport im oberen Teil des Turnierbaums das Finale. Und der Sieger des Finales wartet dann auf den Sieger des unteren Turnierbaums. Für diejenigen, die den doppelten K.O.-Modus noch nicht kennen. Unten haben wir den Verlierer-Bracket, Losers-Bracket im Englischen, aber ich sage in meinem Deutschen den unteren Teil des Turnierbaums. Da ist Donchenko noch im Rennen, spielt gegen... Na, gegen wen spielt er denn? Gegen Van Forest. Und ich glaube, Keimer trifft auf Vachela-Graf. Ich bin ein bisschen durcheinander. Gegen wen spielt...
Nee, Van Forest spielt gegen Kaimer und Donchenko gegen Vashela Graf in der nächsten Runde im unteren Teil des Turnierbaums. Und dann kommt dann wird der Sieger ermittelt und der spielt dann am Ende, ja, gegen Duda oder Rapport, ne? Wobei der Verlierer von Duda Rapport nochmal runterkommt, ist ein bisschen kompliziert, aber so kompliziert ist es eigentlich gar nicht, wenn man sich das ein, zwei Mal anschaut. Insgesamt auch sehr interessantes Format und mir gefällt es, ich schaue gerne zu. Insbesondere natürlich, wenn die deutschen Spieler spielen. Ne? Alles klar. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Ist irgendjemand von euch, der sich das anschaut, würde mich mal interessieren. Live. Bleibt mir gewogen. Macht's gut. Bis dann.